will jetzt einen speziellen Kern in das Board bauen, der schmaler ist. Dafür habe ich jetzt einfach mal so einen Pappelstreifen hier mir geschnitten und mir hier eine Vorrichtung gebaut. Da sieht man so einen Winkel. Und jetzt kann ich das Brett später hier über den Winkel führen und werde es hier an den Kanten komplett runter abfasen, weil es wird so eine Mittelschicht nur, die dicker ist, damit am Ende nochmal die Schicht, die drüber kommt, nochmal genauso hier drüber auslaufen kann. Bisschen kompliziert, vielleicht blende ich mal eine kleine Grafik ein oder ihr seht es später. Um das ganze Brett dann nochmal hier wunderbar ein bisschen zu versteifen, klebe ich mir jetzt nochmal hier so eine Leiste drauf, damit ich mir auch keine Buckel reinschleife, damit das alles ziemlich eben wird. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Suddle, da bin ich wieder. Ich habe mal wieder alles vorbereitet. Ihr seht, eine Waage, Mischbecher, ein Pinsel, das Harz von HP Textiles, die Trillhandschuhe, eine Atemmaske. Hier drüben habe ich noch ein paar Schraubzwingen, die ich dann nochmal benutzen werde, für die Flares zu pressen, weil ich denke, die Flares, da wird das Vakuum nicht reichen. Hier ist so ein Hilfsmittel, was ich mir für die Flares noch ausgedacht habe. Ich denke, die werden sinnvoll sein, werdet ihr später sehen. Hier drüben habe ich mir jetzt einen Vakuumsack vorbereitet. Der liegt fertig hier. Hier ist mein Styrodur-Tool mit Glas beschichtet. Da drauf kommt natürlich noch irgendeine alte Folie, damit es später nicht hier dran pappt. Unten drunter habe ich noch eine Multiplex-Platte, damit ich dann auch hier bei den Flares mit den Schraubzwingen nochmal hindrücken kann. Und würde ich sagen, geben wir jetzt mal Gas. Ja? Ein neuer Tag. Das Deck ist jetzt gerade aus dem Vakuum ausgepackt. Sieht an sich schon mal ganz gut aus. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so zufrieden. Die Flares sind mir nicht genug ausgearbeitet hier. Ich denke, die Form, die habe ich 1:1 gemacht. Aber ich denke, ich muss sie ein bisschen überzeichnen für die Konturen, dann noch ein bisschen extrem ans Brett zu bekommen. Aber ich werde das Deck jetzt mal fertig bauen und mal gucken, wie es dann so im Endeffekt ist. Also aber an sich merkt man schon, dass man hier hinter dem Drop und zwischen den Flares, denke ich, ganz gut stehen wird. Das wird man spüren. So, jetzt haben wir hier in der Mitte unsere Verstärkung aufgebracht, die ich jetzt dann auch hier schon zum Rand so runtergeschliffen habe, für jetzt hier nochmal die abschließende Lage drauf zu machen. Aber damit, weil hier gibt es dann doch schon immer einen Spalt, wenn jetzt noch eine Lage drauf kommt, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen die Verklebung zu verstärken, werde ich jetzt hier noch so ein leichtes Glas, 220 Gramm, dazwischen machen. Das ist eigentlich nur so zur Spaltüberbrückung, für die Verklebung. Weil eigentlich gehört das Glas ja ganz außen hin, damit es seine volle Wirkung entfalten kann. Das hier ist jetzt ein leichtes UD. Macht auf jeden Fall jetzt so Sinn, dass es ein bisschen spaltüberbrückender das Ganze arbeiten kann und eine bessere Verklebung da sein wird. Und es wird natürlich jetzt auch noch ein bisschen mittragen, das UD auf der Unterseite. Also das Ganze jetzt nochmal in den Vakuumsack und weiter geht's. So sieht's jetzt aus. Das Board, das Shape habe ich mir jetzt mal so ausgedacht. So. Die Wheelbase werde ich, denke ich, noch ein bisschen verlängern oder Optionen reinmachen, dass man die noch länger machen kann. Das Board ist jetzt 89 cm. 89 cm ist es lang. Mein Plan ist jetzt,
soll wirklich leicht werden, weil ich habe jetzt gemerkt beim Hochlaufen, immer beim Berg, wenn wir Downhill fahren, das nervt ganz schön, wenn es schwer ist. Also deshalb diese schon ziemlich leichte Kern. Und als Torsionsbox werde ich jetzt aus Carbon-UD eine Torsionsbox bauen. Heißt nur zwei so diagonale Carbon-UD-Fasern oben und unten drauf. Unten kommt dann nochmal ein Hybrid-Carbon-Gewebe drauf. Mache ich dann mehr zur Optik, also ein Hybrid-Kevlar-Carbon-Gewebe. Das Kevlar wird wahrscheinlich ein bisschen vergilben mit der Sonne, aber ich hoffe, dass es trotzdem ganz nett aussieht. Und dann, weil hier oben dann ein X drin ist und unten würde ich halt das Carbon lassen, für es ein bisschen was zu verschönern, habe ich mir überlegt, so, mache ich dann noch hier, schneide ich dieses Stück aus dem Crypt Tape aus, diese Form. Da kommt dann ein Furnier nochmal drauf, weil ansonsten würde man dieses Carbon X sehen. Und dann werde ich mit Transferdruck mein Dr. Schnuggles Logo hier oben drauf machen. Also, viel Spaß beim Weiterzugucken. Bis dann. Jetzt seid ihr mal live dabei, wenn ich zum ersten Mal das neue Carbon-Hybrid-Gewebe auspacke. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Das ist jetzt ein Hybrid-Gewebe aus Carbon und Kevlar. Ihr seht schon, das ist hier in einer schwarzen Folie drin und das ist nicht ohne Grund da drin, weil das Kevlar sich verfärben wird. Ein Tag später, der Rohling ist fertig, da seht ihr ihn. Und ja, auch Dr. Schnuggles geht mal was daneben, und zwar diesmal ist wirklich was daneben gegangen. Der Kern oder das Deck ist jetzt nicht torsionssteif, das was ich euch auch schon im Basic Video erklärt habe mit dem Biax Gelege, was man oben und unten drauf machen muss, für diese Torsionsbox zu halten. Da ich dieses Board hier sehr, sehr leicht bauen wollte, wollte ich nicht großflächig ein Biax hier drüber machen, weil dadurch kommt auch nochmal mehr Harz rein. Wird dann halt sehr schwer. Deshalb hatte ich mir jetzt überlegt, nur aus Carbon-UD so ein X hier drauf zu machen, oben und unten. Theoretisch hat es dieselbe Funktion. Praktisch ist es jetzt in dem Fall nicht ausreichend, weil mein ganzer Kern zu dünn ist. Habe ich euch auch schon mal erklärt. Die Höhe geht quadratisch da ein in die Sache. Und deshalb, gerade weil mein Kern so dünn ist, brauche ich dann doch mehr Torsionsbox. Weil mein Kern ist im Grunde nur 6 mm stark. Nur in der Mitte habe ich jetzt nochmal diesen Stringer drin aus Pappel. Also in der Mitte ist er dann 10 mm stark, aber hier zu den Außenflächen nur 6 mm. Und das ist dann halt mit diesem Carbon X zu wenig. Ja, Ende vom Lied. Ich werde jetzt nochmal auch hier das nochmal abschleifen, damit das alles nicht so hoch aufbaut. Unten mein schönes, teures Hybridgewebe nochmal anschleifen. Dann kommt oben und unten jetzt nochmal Biax drauf. Und ich werde dann nochmal allein, nur damit es hübsch aussieht, nochmal unten ein Hybridgewebe draufballern. Es wird dann doch jetzt ein bisschen schwerer. Naja, werden wir sehen. Ich zeige euch jetzt mal, welchen Effekt das haben wird. Wie torsionsweich es jetzt ist. Pass auf, ich zeige es euch mal. Und zwar, wir setzen es hier auf die Klötze auf. So. Und wenn ich jetzt hier, seht ihr, wie sich das verbiegt? Und das ist halt zum Sliden, wenn man hier Druck auf die Kante bringen will. Man braucht da den direkten Kontakt quasi zur Straße. Wenn jetzt hier alles im Brett verpufft, bringt es gar nichts für so ein Board.
Also von der Biegesteifigkeit für so einen dünnen Kahn finde ich das echt noch okay. Aber die Torsionssteifigkeit hier, man sieht, wie sich das tordiert, das ist Kacke. Also machen wir das nochmal. Wenn wir jetzt schon dabei sind, alles wieder neu zu machen, dann bastel ich mir jetzt noch so ein kleines gefaktes W-Konkav hier rein. Also mit so einem Brettchen werde ich mir jetzt hier noch ein bisschen zurechtschleifen und dann kommen links und rechts so zwei kleine Hölzer hin, genau da, wo man dann stehen wird. Dann hat man so ein kleines gefaktes W-Konkav. Basteln wir jetzt also auch noch. Das hier wären meine Fake 3D-Concaves. Oder W-Concaves, Fake W-Concaves. Die habe ich jetzt mit Kontaktklebstoff eingeschmiert, denn ich will das gleich alles in einem Schuss machen. Und wenn ich ihn nur lose drauflege und danach das Biax drüber, könnte es sein, dass es mir verrutscht, weil ich habe mir jetzt hier die Position genau ausgeklügelt. Der sitzt jetzt hier quasi zwischen den zwei Flares und man steht dann am Ende auch mit meiner Stance, habe ich mich draufgestellt, wie ein schönes Gefühl ergibt. Also erstmal mit den Zehen hier vorne am Flare, mit der Ferse hinten am Flare und in der Mitte hat man dann dieses Fake 3D oder W-Concave. Und da steht man ziemlich cool. Also den Kontaktklebstoff jetzt noch gerade ein bisschen ablüften lassen, dann einmal mit viel Druck zusammenfügen. Wunderbar und fertig. Und ich bin mal wieder am Schwitzen. Ich stand nicht unter der Dusche. Ich habe gerade geschliffen. Das hier ist Schweiß. So warm ist es. So sieht es bisher aus. Ich habe festgestellt, hier unten das Hybridgewebe Kevlar. Kevlar sollte natürlich schnittfest sein, wie zum Beispiel in so schusssicheren Westen. Und demnach lässt es sich auch verdammt kacke schleifen. Also man hat immer hier so Fasern, also ist ziemlich fummelig. Aber ich denke, ich habe es hinbekommen. Jetzt werde ich noch schnell den Fototransferdruck abmachen. Dann hier unten noch einmal fein drüber schleifen. Dann kommt Bootslack drüber und dann bin ich schon fast fertig.